Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr einen Weg hergefunden habt. So, Plan für heute. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir haben ja, meine ich, hierhin liefern wir jetzt Rohstoffe an. Bis hier. Bis Wittmund wollten wir jetzt hier eine erste Anbindung machen. Gucken wir mal, wie die so läuft. Ich finde, das ist sehr spannend, das mal nachzuvollziehen. Schauen wir mal, was die sagen. Minus 1,2 Millionen, dafür die neuen Fahrzeuge. Schauen wir mal, was der Wittmund Bus sagt. Da sind die Kosten deutlich runtergegangen und die Transportmitnahme passt. Wird noch besser, ich hoffe es zumindest. Ja, meine Lieben, es ist ein Tag ausgefallen. Ich glaube sogar zwei mittlerweile. Und das ist mir ganz arg, weil ich konnte jetzt die Tage nicht aufnehmen. Das hat andere organisatorische Schwierigkeiten gegeben bei mir. Ich habe mich ein bisschen mit meinen Plänen zerhauen. Macht aber nichts. Ja, ich war ein bisschen in der Arbeit stark eingebunden und konnte dann am Freitag gar nichts aufnehmen, obwohl ich da eigentlich die Folge raushauen wollte. Ja, war halt so. Macht aber nichts. Dafür gibt es heute zwei Folgen aufs Haus quasi. Das bedeutet heute die Folge und wahrscheinlich gegen Abend hin noch eine Folge. Kurz nochmal für euch zur Info. Heute Abend gibt es einen Livestream, da werden wir Aborion spielen. Das nochmal kurz als Info am Rande. Wie gesagt, jetzt eine Folge. Ich denke mal, in ein paar Stunden kommt die nächste. Und dann gucken wir mal, wie ich das alles mit dem Hochladen, mit dem Uploaden, mit dem Aufnehmen auch hinbekomme. Aber heute für den Tag erstmal schön gemütlich zwei Folgen. Morgen kommt eine reguläre Folge, wie ihr es gewohnt seid. Ich hoffe, ich mache das jetzt alles so, dass es halbwegs hinhaut. Wir gucken jetzt mal, wo die Reise hingeht. So, jetzt lasse ich mal ein bisschen schneller laufen. Ich weiß, ihr wollt das immer nicht so gerne, aber ich lasse es trotzdem, damit wir mal sehen, wie sich diese Waren Wittmund-Strecke entwickelt. Gucken wir mal. Er hat jetzt 400.000 Einnahmen. Manche kommen auch hier leer an. Gucken wir mal, hat das hier eine Auswirkung? Die fahren jetzt hier hoch, ja. Und holen das direkt hier am Hangarstore ab. Ja, da sind 18 Brötchen auch mit am Start. Mal gucken, was sagt denn die Brötchenfabrik dazu? Hat die einen Ausschlag? Oder werden hier besonders viele Brötchen plötzlich geliefert? Gucken wir mal schnell. Auf die Getreidebrot müsste das gehen, aber da werden nur normale Mengen mitgenommen. Hier dafür umso mehr, 2,9 Millionen macht dieser Kübel mittlerweile. Das ist schon gar nicht so schlecht, aber voll ist anders, ne? Bei dem hier ist es ähnlich, 3,1 Millionen. Der fährt mittlerweile jetzt schon ein bisschen besser. Also hier sehen wir nicht nur ein paar Spitzen, sondern auch ordentlich mal was. Ja, der nimmt hier, er hat natürlich Kapazität wie blöde, ja. Der nimmt das jetzt soweit mit. Bis hier haben wir ja auch ein bisschen was. Auf der Brötchenplön liegen noch 73. Die Brötchenplön, meine Lieben. Dieser Zug ist, wie soll ich sagen, ist der Tod. Ja, der Tod ist der Brötchenplön. Da möchte ich jetzt unbedingt mal einen zweiten draufbauen. Da reicht mir nicht mehr der eine, der Brötchenplön-Zug. Da habe ich auch gesehen, da haben wir noch ein altes Gefährt. Das ist zwar gar nicht mal so schlecht, da ist auch schon Neues drauf. 150 pro Fahrzeug. Wir machen das mal in einem Sofortersatz. Jo, dürf raus bitte. Und da kommt dann auch noch ein zweiter gleich hinten dran. Captrain ist vorne drauf mit vorderem Pantographen. Das ist auch ganz cool, das Ding. Wenn das jetzt besser aufgebaut wird, baue ich gleich noch eine zweite Maschine hinterher. Die hier auf dem Gleis hier noch ein bisschen unterstützen soll, weil hier wird relativ viel angeliefert und ich glaube, das wird hier gekappt einfach. Wir gucken uns die Sache mal an, wie das jetzt aussieht. Schade um die alte Lok, die gefällt mir nämlich richtig gut. Mal ganz kurz. Zack, da ist er. Der Captrain. Haben wir da auch eine Innenansicht? Warte mal kurz. Jo, haben wir. Das ist natürlich jetzt noch eine alte Innenansicht. Das macht aber nichts. Der kann schon gut aufladen. Hätte auch Sprit dabei. VTGs hat er am Start. Nimmt er die jetzt nicht aus irgendeinem Grund? Oh, könnte aber. Hat jetzt halt nur die aufgeladen. Naja, gut, mal gucken. Ich hab das Schwein erwischt. So. Da fährt er. Der Gerät. Schaut gut aus, oder? Macht einen soliden Eindruck, das Ding. War mal ganz kurz, lass mal ganz kurz hier nochmal ein kleines Spielbildchen machen. Auch mit den Holzstickeln noch im Vordergrund. Ganz cool gemacht. So. Schniekes Teil, meine Lieben. Ich sag's euch. Schon schön. Finde ich auch ein tolles Bild an der Stelle. Ja, fahren wir noch mit dem Kumpel mal mit, oder?
Nee, nicht da, da. Oh, ein Arm. Ist ein bisschen lauter hier drin, aber es muss so, ne? Ah, schön. Müssten wir auch mal erneuern. Wie schnell kann der Captrain? 120. Ja, na gut, dann ist noch kein Geltungsbedarf hier. Wir fahren von außen mit. Das gefällt mir gerade besser. Auch mit den neuen Boxcars-Dinger super schön. Und die Kapazität ist halt überragend, ne? Also es ist überragend. Wobei in den VTGs geht ja mehr rein. Da kann man noch mehr eintanken. Schauen wir mal. Also bis jetzt schaut es ganz gut aus. Also ich finde, das ist eine ganz coole Sache soweit. So. Schön unten durch. Die Straße hier oben drüber gefällt mir auch richtig gut. Ein richtig hübsches Ding. So. Ist aber wie gesagt ein sehr langsamer Kübel. Der fährt hier gemach. Mit 100 schafft er gerade mal. Und jetzt bremst er auch schon wieder. Also es ist wie gesagt auch eine Doppeltraktion. Könnte ich mir ja sehr gut vorstellen bei Vollbefahrt. Ja, wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Der ist aber natürlich auch ein bisschen teurer. Die Ladegeschwindigkeiten haben wir hier. Ja, ist ein bisschen mager. Aber er baut sich jetzt so langsam auch. Auch ein bisschen Sprit nimmt er auch mit. Ja, der Kleine ist natürlich super, der Flitzer, den wir hier haben. Hier wird den anderen natürlich auch locker flockig überholen. Macht er auch im schnellen Fahrt. Wunderhübsch. Ja, hier müssen wir echt immer eine Doppeltraktion uns überlegen. Das mit den etwas größeren, also ich habe ja diese Werte hier mit einem Mod angepasst, dem Real Capacity Mod müsste das sein. Er macht A, die ganzen Gerätschaften um das Vielfache teurer, bringt mehr Beladungen rein, aber natürlich erzeugt er andere Probleme, wie halt eben, wenn du mehr Beladung hast, das Zeug wiegt ja auch. Das bedeutet, auch hier kommt neue Probleme auf einen zu. Erstens, die Maschinenkosten insgesamt mehr. Und wenn sie nicht nur ein bisschen mehr kosten, 2,6 Millionen, schön, ja, gut. Wenn sie nicht nur ein Stückchen mehr kosten, dann hast du halt auch folgendes Problem. Du musst da auch noch einen Kopf drum machen, wie organisierst du dieses enormes Gewicht, das wirklich extrem hier drauf lastet. Momentan 303 Tonnen, ich weiß nicht, was passiert, wenn das Ding voll ist. Auf jeden Fall denke ich mir, ist da viel, viel mehr am Eingang. Ja, und so ist das halt richtig cool auch. Aber man muss es halt planen. Man muss es im Griff haben. Man muss gucken, wie die Reise sich hier noch entwickelt. Wie gesagt, die alte Strecke müssen wir auch mal erneuern. Einfach mal ein bisschen, damit ein moderneres Gleisbett da drauf ist und so weiter. Die Holzdinger müssen weg. Das müssen dann moderne Betonsäulen sein oder sowas in die Richtung halt. Irgendwas, was halt zeitgemäß wäre. Wie gesagt, auch da müssten wir mal rangehen. Machen wir aber heute nicht. Ich wollte jetzt eben diesen einen Zug mal heute erneuern. Und mal gucken, wie so läuft. Ne? Einfach mal gucken. Ihr wisst ja, wie es ist. Mal gucken. Ja, da mache ich. Ja, der ist ein bisschen neu, ist auch hier schon. Da teilt sich dann die Spur ein bisschen auf. Da mal alt und neu kombiniert. Ja, wie gesagt, schnell ist anders. Ne? Schnell ist anders. Aber jetzt gucken wir mal, was hat der jetzt dabei? Gar nichts im Augenblick. Fährt leer zurück. Ein Problem? Vielleicht. Leer ist natürlich immer schlecht. Jetzt schauen wir mal schnell, wie lädt er auf. Ja, macht ganz gut leer. Aber es ist natürlich nicht alles da. 1,9 Millionen kostet er im Betrieb. Jetzt ist gerade Jahreswechsel durch. Schauen wir mal. Also er wird weiter Minus machen, da bin ich mir sicher. Die Frage ist bloß, was passiert dann hier? Wir müssten ja eigentlich auch auf die Brötchen, Brötchenplön. Was? Die Brötchenplön? Warum nimmt denn der jetzt Getreide mit? Wofür? Für da oben! Der bringt da okay. Ja, soll er mal machen, warum nicht? Der nimmt auch gewaltig mit. Und der hier macht sich aber Knülle. Warum auch immer der jetzt dermaßen viel mitnimmt, soll mir recht sein. Ist natürlich Beladung, ne? Ganz klar. Der macht jetzt auch die leeren Dinger noch voll. Gefällt mir optisch, wie gesagt, ganz ansprechend. Dass er natürlich damit jetzt Plastik herstellen will, ist ein Zeichen dafür, dass hier oben, uns das Plastik ein bisschen zu mager ist. Warum ist das so? Produktion ist hier oben. Der fordert jetzt, weil er kann, auch hier an. Zumindest denke ich, dass er das tut. Und er will diese Industrie vergrößern. Jetzt ist es so, diese Industrie liefert ja an diese Industrie an. Und hier brauchen wir ja massiv Plastik.
Das Potenzial ist gigantisch. Das heißt, der Öler ist zu klein, der hier hochfährt. Der da. Das, nee, Moment, das ist der Plastikwerkzeug. Der könnte auch natürlich noch um ein Vielfaches mehr liefern. Macht er aber nicht. Dafür brauchen wir hier mehr Öl. Und der Öler ist wo? Wo bist du, kleiner Öler? Da ist der Öler. Der. Ach, Sprit ist das. Nein, 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 ich brauche den anderen. Der ist hier. Der hat gerade getankt. Der liefert einen Tausender ab. Und den liefert er hier rein und hier müsste ein Tausender warten, richtig? Naja, nicht ganz. Wir arbeiten uns so ähnlich. Da könnte deutlich mehr gehen. Okay, der liefert, müsste halt deutlich mehr schaffen als das hier. Dann könnte man auch deutlich mehr hier machen. Wie gesagt, auch da wäre eine Möglichkeit durchaus gegeben, dass man zum Beispiel sagt, ey, pass auf, lieber Zug, wir geben dir einen Kumpel. Weil der scheint ja auch generell plusmäßig laufen zu können. Wir geben dem einen Kumpel drauf. Wir haben jetzt schon fast wieder 100 Millionen. Der macht ja auch einen ganz guten Job hier. Eine BR-150 ist das. Dann lasse ich mal ganz kurz hier einen neuen holen. Und dann kopieren wir den Zug einfach einmal. Da erhöhen wir natürlich da deutlich die Produktionskapazitäten, was wiederum dem Werkzeugzug hilft, was allen anderen Zügen im letzten Endes ja auch hilft. 15 Minuten ist da nicht so geil. So, oh, ich müsste mal irgendwann schauen, ob man nicht einen Mod findet, wo man Fahrzeuge suchen kann. Aber gut, das finden wir auch noch. Was haben wir da? Eine 150er. Na gut. Gibt es überhaupt noch eine ganz normale 150er bei uns im Repertoire? Eine ganz normale... Vielleicht auch mit diesem Ozeanblau wäre irgendwie ganz nett. Wenn dann höchstens ein bisschen weiter oben eigentlich. Weil die ist ja auch schon ein bisschen älter. Da hab ich doch... Nee, das ist was anderes. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Aber hier, wenn, dann muss die hier oben irgendwo rum sein. Also das ist natürlich eine 150er. Die haben wir, glaube ich, nicht mehr drin. Bin mir jetzt nicht so sicher. 152er hätte ich im Angebot, aber die ist dann schon wieder eine ganze Spur moderner als die da. Was haben wir denn hier für Details eigentlich? Hier haben wir eine Wartezahl. Ach, da ist schon ein Ersatzfahrzeug mit einer BR-145 RAB gedacht. Okay, die müsste doch hier auch irgendwo rumfliegen. Könnte man gleich ein Ersatzfahrzeug mit 5 großen G91ern. Oh, das ist interessant. Da habe ich mir mal einen Kopf gemacht vor Urzeiten. Schon ein bisschen her, ne? Es waren alles so diese Überlegungen, was könnte man machen, um hier noch ein bisschen Futter reinzubekommen. RHB, das sind die Dinger. Kaufe ich mal. Güter, 91er VTG waren das. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 für den 5. reicht es nicht mehr. Ach komm, 24 Millionen, Alter. Ohoho. Ja, ich weiß wieder, warum ich es machen wollte. Weil die Dinger halt einfach bösartig beißen können. Ja, die sind nicht nur ein bisschen gemein, sondern die können richtig was tragen. Natürlich hätten wir auch den Fahrzeugersatz machen können. Aber ihr wolltet auch öftermals mal was Neues draufbringen auf die Gleise. Bin ich dabei, mache ich gerne. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir die 24 schnell durchbekommen. Damit wir den baugleichen Zug herstellen. Ich hätte auch kein Problem damit, den jetzt so starten zu lassen. Ja. Das war jetzt so die Überlegung, wo ich mir gedacht habe, wir könnten den so starten lassen. Dann würde ich dann einfach irgendwann die gesamte Linie aktualisieren. Schauen wir mal, wie viel das kosten würde. Da hätten wir 2x4 drauf, wobei der hier ja gar nicht so heftig ist, ne? Er schafft ja nicht mal 1000er mit dem, was er jetzt hier dran hat. Müssen wir gucken. Bin ich ein bisschen unschlüssig, der Jahreswechsel kommt ja auch noch. Auch da müssten wir vielleicht ein bisschen auf Vorhalte gehen. Aber das wäre halt eine super Sache, den hier da drauf zu stecken. Wobei, ich sehe gerade, der fährt ja eine ganz andere Strecke wieder zurückwärts, ne? Der fährt ja mit dem anderen zurück. Ist auch interessant. Das habe ich mir da mal gedacht. Egal. Wir stecken den jetzt hier auf die Röhl-Plastiklinie drauf. Der soll hiermit unterstützen. Das macht er bestimmt auch ganz toll. Und damit haben wir eine Rate, die ist enorm. Und haben natürlich jetzt hier, müssen wir mal gucken, der fährt jetzt hier raus. Das ist auch ganz cool soweit. Wir begleiten ihn mal auf seiner Reise, die wir hier fahren. Können wir das in der Führerstandsperspektive machen? Ja, können wir auch. So, machen wir das mal führerstandsmäßig. Der fährt natürlich oben über die Brötchenlinie raus.
Der muss jetzt bloß irgendwann auf die Güterzugstrecke kommen. Das schafft er da vorne, glaube ich, ziemlich am Ende. Rechts ist unser Schallschutz, wenn ich mich da nicht ganz täusche, aber den sehen wir von unserer Perspektive aus gar nicht. Und hinten raus auch nicht. Hier sehen wir. Gucken wir mal. Und jetzt müsste gleich eigentlich das Stück kommen, wo er auf die andere Spur rüberkommt. Ah, schöne. Das ist halt geil, so wie das aussieht, ne? War das doch dahinter? Das kann auch sein. Hier ist ruhiger, ne? Da kommt ein anderer Kumpel. Ah, herrlich. Jetzt. Ich werde auf der Spur weiter. Oh Gott. Augen zu. Oh, jetzt besser. Da kommt ein anderer Kumpel. Wir sind gerade bei dem auf der falschen Spur unterwegs. Sieht auch gut aus. Ich fahre im Übrigen jetzt aus der normalen Geschwindigkeit raus. Wir switchen hier rüber. Ja, da klappt das mit den Masten hier nicht so gut. Wir Falschfahrer hier auch noch. Eieiei. Normale Geschwindigkeit ist das, ne? Oder? Ja, das ist normale Geschwindigkeit. Jetzt wechselt er wieder rüber. Schön an der Autobahn vorbei. Wobei ist da, glaube ich, eine große Landstraße nur. Wir dürfen hier die Schranken gehen zu. Da kommt auch noch ein Kumpel. Schiebt sich hier vorbei. Also hier ist schon ganz schön Betrieb auf der Strecke, ne? Also gerade wenn du noch einen Zug zugibst, ist da ganz schön Luft drin, ne? Tja, meine Lieben, wie es weitergeht, das und noch vieles mehr, erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.